So, letztes Meme-Video vorne, danach gehen wir in die Olga rein. Okay, ist ja gut. Wir werden nur abzocken, Digga. Was haben wir denn heute hier? Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Kenn ich schon, Bruder, kenn ich schon. Ist auch gut. Das ist schon stark. Wenn du den Next Time berühren soll. Alter, wie gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Nice. Nice. Ich stell mir halt vor, wie Jens in seiner Jugend zur Bundeswehr gehen musste, Alter. Ich musste nicht! 9 Kilo Übergewicht. Body Mass Index hat nicht gepasst. Was ist denn hier passiert? Ist das hier Photoshop? Wurde ausgemustert. Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Ich weiß Bocek, es! Bocek, Kajak oder ich weiß Anorak? Es! Ananas. Josefine, wie nennt man Ananas? Paddelboot? E-Sportler plays mit. Möchtest du dir fliegen? Ja. Ah! Du kannst ja an dein Loadout und dir Geistklasse holen. Hä? Ja. Was ist? GG. Ja, ich hab das Haus nicht gesehen! Trimax ist einmal nicht der Lost. Richtig schön, einfach den Knopf zu machen und dann sich morgens wie aus so einem Grund oder so einfach das Gesicht waschen. Digga, das ist doch Amar, Bruder. Krass. Seit wann sieht Amar so gut aus? So was ist ich meine, er war ja schon immer hübsch, aber Maschallah, Digga. Einfach der Hübsche, Digga, sag ich dir ehrlich. Einfach ein Stöpsel, what the fuck? Waschbecken, Stöpsel rein, hast du einen Brunnen. Einfach der Hübsche. Ich habe damals dem schüchternen, komischen Mädchen vom Gymnasium einen Korb gegeben. Das ist sie heute. Ich überleg mal, das ist halt echt ein angesehener Sport, ne? Das ist ein angesehener Sport, wo die sich wirklich dieses Pony zwischen die Beine halten und dann springen. Genauso wie ist Quidditch. Die halten sich wirklich den Stab zwischen die Beine und tun so, als würden sie fliegen. Book of Online Memes bei Rainbow Brown. Kuss, Bruder, danke dir, Mann. Deutschland. Hey, das ist doch Deutschland versus Belgien. Warte. Schweden. Nee, Digga, ich weiß es auch nicht. Eike. Holland. Finnland. Doch, es gibt einen Hoffnungsschimmer. Und ein Walkout, Alter, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Brasilien. Es ist Zeit für den Comebacker. Comebacker, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin hier. My wife's gonna kill me. Nope. Oh my god! I made it! Jetzt muss ich nochmal starten. Jetzt müsste ich ihn hören. Jetzt höre ich ihn. Perfekt. Hört er mich? Hallo? Ich hab so Angst vor der. Ich hab mich so erschrocken! Wie kommt die da hoch? Judy Wang talked to the guest saying there. I heard the shooting. Ja, kennt mein Bruder. Ich gestehe meinem Crush, dass ich Gefühle hab, mein Crush. Ja. Okay. Cool Story, Bro. Kennst du Stromberg? Die Serie? Mhm. Finde ich aber überhaupt nicht witzig. Nee, ich auch nicht. Why the fuck you lying? Why you always lying? Bruder, ich fühle den Bruder so sehr, ne? Ey, ohne Scheiße, ne? Sei mal wirklich ehrlich. Lasagne, ne? Sei ehrlich, ist schon richtig. Und dann so, boah, ich hasse Lasagne, ich hasse es. Ist voll ekelhaft, mag ich überhaupt gar nicht. Und so. Und du dann so, ja, also, guck mal, ne, manchmal finde ich Lasagne schon geil, so, also, ganz selten nur. Also, so einmal in meinem Leben war ich mal, also eigentlich mag ich Lasagne überhaupt gar nicht, aber einmal war ich im Restaurant gewesen, da war Lasagne echt geil gewesen, aber eigentlich, Digga, kannst du echt, boah, zum Kotzen, ich hasse Lasagne. Und du redest dich so ganz langsam wieder raus, so. Aber egal, wir haben die besten FIFA-Spieler. Oh!
Deutschland. Oh! What the fuck? Holy shit. Sascha Henninger, CEO of Hopsen. Ganz groß raus. Für alle, die Person nicht kennen, jetzt gerade, der gesprochen hat, weil er über 50 ist, das war Stefan Raab. FM-Fahrer auf Autobahn. Wo wollen Sie denn hin? Das ist aber Autobahn. Du musst runter wieder, sonst gibt's Ärger. Du kennst das über den Zaun am besten. Ach, auf Dauer haben ich musste schon einen Schwangerschaftstest kaufen für meine, weiß ich nicht, 13-jährige Freundin. Fahrprüfung mit Insgar. Oh, was fuck? Mich an. Könnt so austicken, Alter. Digga, die Videos damals von Inscope, ne, die waren auch Real Talk meiner Meinung nach legendär. Ich weiß auch nicht, ob die das extra gemacht haben, weil ich dachte mir damals, Digga, so dumm kann doch niemand sein. Oder Fahrprüfe kostet ja auch jedes Mal Geld. Irgendwie einmal durchgefallen, zweimal durchgefallen, dreimal durchgefallen, viermal durchgefallen. Ich glaube, der ist so irgendwie siebenmal, also gefühlt ist der irgendwie 700 Mal durchgefallen, Alter. Und ich dachte mir immer so, das kann doch, das ist doch inzwischen auch ein Prank. Aber die haben das ja jedes Mal auch bewiesen, dass er nicht bestanden hat. Und der Junge fährt heute einfach Mercedes. Mercedes AMG. Niemand meine Freunde im Rank. Digga, das ist unser Tor. Eigentor des Monats. So, this happened at the bank. What is your name? What is your name? Ezekiel. F*** you, Ezekiel. What's your name? Tony. Wow. Hey, wo, wie, wann bist du? Digga, ich dachte für einen Moment, ich bin diese Frau da, weil die auch so ein T-Shirt anhat. Junge, ich dachte so, Junge, ich sehe überfett aus. Oha, Body Shaming! Hey. Oder genauso bin ich damals Skifahren. Genauso, als ich klein war, bin ich genauso Skifahren. Immer in einem V. Bosse. Nein! Ja, genauso wie ich. Ich hab 6 Jahre Kampfsport gemacht. Ich weiß durchaus, wie man trainiert. Mann, Alter, jetzt hab ich mir voll die Ferse angehauen, als ich aufgezogen habe am Tisch. Deutsche Conor McGregor. Moin, moin, mein alter Freund. Boah, Digga, was für ein Hund. Och Mann, ey, Kylo. Tiere imitieren mit Papa Platte. Das ist ein Pferd. Das kleine Pferd ist unser Freund. Unser Freund. Das ist ein Affe. Der kleine Affe ist mein Freund. Ist mein Freund. Guck mal, eine Katze. Das Ding ist halt, meine Katzen laufen ungefähr so hier, Mann. Weißt du, so. Die Katze tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. Hat er gut gemacht. Danke für den Zehner. Bam! So. Und jetzt müssen wir die antäuschen, Sandy. Was haben wir jetzt für eine Ausrede? Schreib einfach Purple. Purple? Ja. Purple. Wir sind der Purple! Okay. Is that hot, but have you ever seen German YouTuber? Einfach die, ey, wie kann man sich denn die Hand brechen, Alter? Der Profi, Digga. Bessere Choreo als bei Shirin David Musikvideo. Oha! Ich muss Verzögerung, warte mal. Ah! Ja, ist, komm, lass mal so. Vor allem, cool, bei ihm sieht das einfach richtig gut aus. Bei ihm sieht es halt so gut aus. Guck mal, sogar mit dem Stuhl umfallen und so. Ist schon gut, viel besser. Egal. Er hat die Postleitzahl von... Hey, den kenne ich doch. Das ist doch, Biscabasa. ...im Ort hier tätowiert gehabt. Alter, solche Leute dann direkt weggehen. Warum sagt er das, wenn er es selbst komisch findet? Hey. Hi, wer ist da? Ich bin's, Maxi. Nice, moin. You're obviously a very good Elon Musk sagt, der reicher ist als Jeff Bezos. Competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos in Jeff who? Jeff who? Papa, wer ist Lana Rhodes? Ah, kennen wir schon. Außerdem ist Lana Rhodes keine Bitch. Sie ist eine Queen. Ich
Das Ding ist, ich glaube, Lana, ich glaube, wenn ich dann 2075 oder so das echt höre, dass Lana Rhoades von uns gegangen ist, kann ich mir auch wahrscheinlich schon vorstellen, woran, und zwar wahrscheinlich ein Luftmangel. Weil das letzte Video, was ich gesehen habe, das war irgendwie so, da hatte ich echt mir Sorgen gemacht, Digga, um die Lana, dass sie halt irgendwie keine Luft mehr bekommt. Wenn ich meine Freunde wegen Corona nicht sehe. Digga, ist der durch. Wirklich geiles Video, Bruder. Ich muss sagen, der ballert gerade echt raus. Der ballert einen nach dem anderen raus, Digga. Übrigens, für die ganzen Newbies, ne, heute kam ein neues Twitcher da raus. Richtig schön reingeorgelt in die Olga. Hier mal einen reingeorgelt. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von einem Bro. Er fragt, was geht grad? Gibt ein grad paar Hülsen und wir hängen an einem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von einem Bro. Er fragt, was geht grad?